Die Stadt Einbeck hat ihr neues Jugendzentrum am Konser Weg eröffnet. In rund zweijähriger Planungs- und Bauzeit ist auf rund 800 Quadratmetern und zwei Etagen ein barrierefreies Zentrum für Kinder und Jugendliche entstanden. Und jetzt ist dieser große Moment gekommen. Das Haus der Jugend in Einbeck ist eröffnet. Nach den offiziellen Eröffnungsworten fand auf dem Gelände des Jugendzentrums ein Fest mit vielen Aktionen statt. Jeder Besucher konnte sich außerdem im neuen Haus der Jugend umsehen. Mit einem Sponti-Plakat aus den 70er Jahren gratulierte die Politik. Es ist ein schönes Haus. Man sollte es besetzen. Sie wünschte sich viel Leben im neuen Haus der Jugend. Kerstin Hillebrecht, die Leiterin des Jugendzentrums, dankte den Jugendlichen für deren Hilfe beim Umbau. Offene Worte kamen von Karl-Heinz Rehkopf, dem Gründer des PS-Speichers. Es habe ihn tierisch geärgert, dass jemand ernsthaft habe glauben wollen, dass die Stadt und die Kornhaus-Stiftung die Jugendlichen in Einbeck hängen lassen würden, weil das alte Haus der Jugend dem PS-Speicherparkplatz weichen musste. Ich glaube, wir haben bewiesen, im PS-Speicher werden es beweisen, indem wir außerschulischer Lernort werden und werden es sicherlich auch an anderer Stelle beweisen können, dass wir eine Verbundenheit mit der Einbecker Jugend haben. Es muss keine Freundschaft geschlossen werden, aber es gibt ja auch nichts, was man nicht noch verbessern könnte. Und deshalb überreichte Rehkopf als Geschenk an das neue Jugendzentrum einen Freundschaftsverstärker. Beim Tag der offenen Tür konnten die Besucher sich im neuen Haus der Jugend umschauen, im professionellen Tonstudio und den Proberäumen. Die Funkamateure haben im Haus der Jugend ebenso wieder Räumlichkeiten gefunden wie die Zierfischfreunde Einbeck mit ihren Aquarien. Großzügig sind auch die Räume und Möglichkeiten für Kreativität und Fitness. Ein großer Multifunktionsraum kann vielseitig genutzt werden. Haus der Jugend Herzstück ist das Café im Erdgeschoss mit markanter Theke und angeschlossener Küche. Hier gibt es auch eine Bühne. Things that kill.